KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallöchen. Ja, hallo von mir auch Erik an alle Hörerinnen, alle Hörer. Hallo Erik. Wir nehmen heute mal hallo Erik. Ja, hallo. Wir nehmen heute mal zu einer anderen Zeit auf, weil es jetzt irgendwie die Stimmung eine andere ist als sonst. Nicht wundern. Ich trinke gerade Kaffee aus einer Fallout-Tasse, die ich gestern bekommen habe. Die sich verfärbt, wenn da heiße Sachen drin sind. Was ganz hilfreich ist, dass man nicht aus Versehen Heißgetränke so in sich reinschüttet, sondern man ist gewarnt. Hast du die auch mit dem Helm, Chris? Ja, ich hab die auch. Die tun wir jetzt immer das Gleiche rein, sonst hatten wir mal andere Sachen, ne? Ja, gerade ist irgendwie, aber ich finde es mega cool, die Lootbox diesmal. Also können wir mal empfehlen, wer was sucht, gerade in der jetzigen Zeit, wo man nicht mehr viel rausgehen kann und shoppen kann und irgendwas. Es gibt wir kriegen ja keine Werbung von Get Digital, einfach mal googeln, Get Digital, also getdigital.de, gibt es eine Lootbox. Da kann man entweder eine einzelne kaufen, wenn man mal einen Monat sich eine Freude machen will, oder ja. So eine Nerd- und Geek-Lootbox gibt es da. Da ist immer irgendwelches Zeug drin von Games oder von Filmen. War auch schon Harry Potter und alles mögliche dabei. Ja, dann hat man wenigstens was, worauf man sich freuen kann, wenn man schon nicht shoppen gehen kann. Eine Überraschung sozusagen. Okay, aber wir haben ja ein paar Filme geschaut. Ein paar ist vielleicht übertrieben. Auch doch ein paar im Sinne von zwei. Und noch ein bisschen serienmäßig. Unsere, in Anführungszeichen, Sneak Preview war ja der Film Legacy of Lies mit Scott Adkins, den ich gepickt hatte, weil ich gedacht hatte, ja, das klang ganz gut. Die Bewertungen auf Amazon waren eigentlich auch ganz gut. Also der hatte irgendwie so vier Sterne bei Amazon Prime gehabt, als mir das reingespült hatte in die, ja, das könnten Sie doch mal schauen, Liste. Und da habe ich gedacht, naja, haben doch einige bewertet gehabt. Und es geht darum, dass Scott Adkins, der auch hier selber mit produziert hat, also irgendwie so sich so ein bisschen die Rolle auf den Leib geschrieben hat, den kennt man ja auch aus diversen Actionrollen. Und der spielt hier so einen ehemaligen Geheimagenten vom MI6. Und der hat mal so eine Mission, lief da ziemlich schief. Das war so ein ziemliches Fiasko, irgendwie alle tot, auch die wichtigen Personen. Und die Mission hatte insgesamt überhaupt keinen Erfolg von sich getragen. Und danach quittiert er den Dienst beim MI6 und arbeitet als Rausschmeißer in so einem Club und versucht erstmal irgendwie seine Tochter da zu erziehen. Und ja, plötzlich taucht aber eine gewisse Sascha auf, die irgendwie damit zu tun hat, mit den ganzen Machenschaften in der Ukraine. Die stellt sich ihm als Reporterin vor und die hat auch Informationen über diesen damals schiefgelaufenen Einsatz und hat auch ein paar Informationen, um was es da eigentlich ging. Nämlich, dass da immer noch irgendwelche Dateien zirkulieren, die damals eben nicht gesichert wurden. Und wie es natürlich dann immer so ist in solchen Fällen, er greift dann wieder zur Waffe und nimmt sich der Sache an. Und bei diesen Dateien geht es auch unter anderem um dieses Nervengift Novichok, also ganz politisch top aktuelle Bezüge mit drin. Und das Ganze ist auch, glaube ich, von einem Niederländer gedreht. Und ich glaube, in Niederlanden ist ja das damals passiert, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, relativ schnell geht es dann auch wieder irgendwie Ukraine und sonst welche mafiösen Strukturen, die ihn jagen und viele Kämpfe. Und seine Tochter wird dann auch von den Bösewichten entführt, so ähnlich wie bei Taken, und versucht die dann irgendwie wieder zurückzubekommen. Und ja, ein riesen Action-Spektakel, speziell gegen Ende. Wie fandet ihr den? Ja. Mir hat er nicht so gut gefallen. Also die Action-Sequenzen waren ganz gut. Ich fand, die Kämpfe waren eigentlich ganz ordentlich choreografiert. Mir haben diese Zwischensequenzen ein bisschen Langeweile gemacht. Gibt es eine Szene, da läuft diese Natascha zu einem Tresor, und gefühlt ist der Weg vom Eingang zum Tresor ewig.
Ja, also, die Story an sich fand ich jetzt auch nicht so gut, weil, also wenn man die Beschreibung vom Film nicht gelesen hat, fand ich, ist man schwer reingekommen. Ich habe am Anfang nicht gleich verstanden, wer er ist und auch seine Erziehungsmethoden ein bisschen in Frage gestellt. Ja, also er war ein ganz netter Agentenfilm, aber auch nicht mehr. Ich fand, er hatte ein bisschen zu wenig von diesem ganzen Agentenzeug, fand ich. Ich hab gedacht, so, ja, oh, Scott Adkins, MI6 und KGB und so. Ich dachte, so ein bisschen mehr, ja, James Bondige Sachen dann mit. Ja. Oder Bourne-Identität wenigstens. Es war eher, ging eher so in Richtung Bourne, aber mit noch weniger Verschwörung. Ja, ja, das fand ich ein bisschen schade. Chris, wie ging es dir so? Ich habe lange überlegt, was ich Nettes über den Film sagen kann. Oh, es kam nichts mehr rum, das ist nicht ja, gut. Und ja, es hat ist halt. Hat dir wieder irgendeine Schauspielerin gefallen dann? Nein, nicht mal. Nein, auch nicht. Ist, also, nee, aber darum geht es ja nicht. Also, es geht ja nicht immer hier so um Oberflächlichkeit, das ist ja ganz furchtbar. Ich fand die Kinderdarstellerin Lisa, wo Lisa gespielt hat, fand ich ziemlich ätzend. Ich fand die Story halt, ja, die ist auf dem Pappendeckel erzählt, das ist nichts Neues, es gibt keinen richtig geilen Twist, es ist, ich weiß auch nicht, es ist nichts Besonderes, es ist so ein, lass uns mal irgendeinen Agenten-Thriller machen und total brutal und, nee, für mich hat's aus verschiedenen Filmen, aus verschiedenen erfolgreichen Agenten-Thrillern oder Agentenfilmen oder solchen Sachen einfach wieder Sachen reingespült, die am Ende irgendwie einfach, du kannst nicht einfach Sachen in den Topf werfen, es zusammenmixen und hoffen, dass da hinten was bei rauskommt. Oder manchmal kommt was Gutes dabei raus, wenn sich die Zutaten perfekt ergänzen. In dem Fall waren die Zutaten zwar drin, nur zum einen hat der Pfiff gefehlt und am Ende kommt dann halt Einheitsbrei raus und so ging es ja mit dem Film. Also ich fand ihn weder wirklich actionreich, noch fand ich ihn spannend, noch hat er mich vom Hocker gerissen, noch habe ich irgendwie Sympathien zu einem oder mehreren Charakteren aufgebaut. Und das ist einfach schade, denke ich, weil man hätte es im Endeffekt auch lassen können. Also es ist jetzt nicht der absolut Mega-Rotz-Film. Ich bezweifle allerdings, dass er irgendwann mal irgendwie eine Auszeichnung, abgesehen von der Goldenen Himbeere, bekommt, aber ansonsten nee, hat mich leider überhaupt nicht abgecatcht und ja. Der Goldene Himbeere. So war es mehr Qual wie mit Freude schauen. Goldene Himbeere wird er, glaube ich, nicht bekommen. Denn, also der fliegt ja, so doch sehr, vielleicht für den Schnitt. Also fliegt so sehr unterm Radar. Ja, aber es gibt gab so Szenen, also gerade eine Szene, wo sie aus dem Tresorraum rauslaufen und dann Schnitt, wie sie rauslaufen, also sie sind im Tresorraum, Schnitt, wie sie rauslaufen und den sie als vorübergehende Geisel genommen haben, der hat plötzlich eine aufgeplatzte Lippe. So, what, was? Hä? Und solche Sachen. Da denkst du immer so, okay, eventuell fehlt eine wichtige Information, vielleicht ist auch noch jemand gestorben da drin oder keine Ahnung. Und das ist was ich dann ärgerlich finde. Das sind wieder so Kleinigkeiten, das sind wieder so kleine Details. Ja, aber wenn du schon nicht viel richtig machst in dem Film, dann solltest du vielleicht darauf wenigstens achten. Ja, vielleicht. Oder was einen nicht besonderen Film machst, sagen wir es so. Vielleicht gibt es ja einen Director's Cut, der dann irgendwie eine halbe Stunde mehr beinhaltet, wo man dann sieht, was mit der Lippe passiert ist. Ja. Ja. Aber der Film hatte sehr viele unnötige Szenen, wo du jetzt gerade sagtest, hier mit oberflächlich und so. Und da ist mir die eine Bettszene eingefallen, wo er damit herummacht. Ne? Die zieht natürlich auch noch blank. Ne? Das ist also im Ganzen völlig, in dem Sinne, völlig eigentlich unnötig gewesen in der Szene. Ne? Und er, seine Gedanken schweifen ab und er kann nicht weiter. Und ach nein, und ach, du kannst nichts dafür. Und oh Gott, war das schlecht, ey. Aber ja, gut, ich meine, sowas hätte uns durchaus mal in der Sneak treffen können. Ich bin ja gerade immer noch dabei, so die alten Folgen so ein bisschen zu katalogisieren mit den Moderatoren und Moderatorinnen, die mitgemacht haben und so weiter. Da habe ich jetzt so langsam aber sicher, ja, bin ich schon mal über die Hälfte.
Das sind auch, da fasse ich natürlich auch jede Episode dann nochmal an dadurch und habe gesehen, was wir da teilweise auch für Perlen der Lichtspielkunst bei uns in der Sneak hatten, die ich schon längst vergessen hatte. Also da gab es so irgendeinen Film, der hieß Runway oder Runaway oder sowas. Es war auch genau sowas irgendwie mit Budapest oder, ach, keine Ahnung. Ach, ja, ich meine, für die Sneak ganz okay. Ja. Den aktuellen politischen Bezug fand ich auch ganz, ganz nett, dass der da mit eingearbeitet wurde. Deswegen gibt es von mir 6 Punkte. So viel? Ja. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht sehr geärgert oder gelangweilt oder sowas. Ich habe ja auch ein bisschen Mut zum Trash oder so. Das untere Videothekenregal war früher auch mein Freund, wo so die B-Movie-Action-Filme standen. Ja, ich bin bei 4,5 von 10, weil er, ja, wie gesagt, es tut jetzt keinem weh, der Film, außer dass die Zeit ich vielleicht hätte auch anders verwenden können. Ja, ich gebe 5 Punkte, weil ich den Film halt einfach nur durchschnittlich fand. Ja, soll passieren. Okay, ja, was schauen wir denn nächste Woche? Das wird ja dann wahrscheinlich, wird es die Skala nach oben sprengen, schätze ich. Unfassbar. Wir sind über einen sehr lustigen, Erik ist über einen sehr lustigen Film gestolpert, den ich vom Titel her einfach schon interessant finde. Es kann ganz furchtbar werden, aber vielleicht auch ganz toll. Wir schauen uns auf Netflix 2 Bullen auf Ziegenjagd an. Das ist eine brasilianische Komödie. Es könnte witzig werden. Und für die Woche drauf haben wir uns auch einen Film ausgesucht von Netflix, der relativ neu ist. Und der Tipp dafür lautet, diesmal keine Katzen oder wie? Mhm. Was könnte das denn nur sein? Was könnte denn das sein? Da schauen wir mal. Das weiß nicht. Da bin ich ja schon sehr gespannt. Ich habe gerade mal den brasilianischen Originaltitel von 2 Bullen auf Ziegenjagd. Brasilianisch oder Portugiesisch ist es ja. Cabras da Peste habe ich mal übersetzt mit Google Translator. Das heißt so viel wie Seuchenziegen. Super. Mal schauen, was uns da wohl erwartet. Und jetzt noch einen aus dem Heimkino. Heimkino. Eine Kollegin hatte mir einen Film empfohlen. Und zwar hatte sie gesagt, sie hat den Film Mother geschaut. Und fand ihn irgendwie ganz cool und hatte mir den so beschrieben, dass in so einer unterirdischen Bunkeranlage wie in so einem Vault bei Fallout wird ein Baby, also ein Embryo zu einem Baby, also großgezogen von einem Roboter. Und nachher wird das Kind natürlich irgendwann mal erwachsen und dann klopft auch irgendjemand an die Tür und will rein. Das war so die Prämisse. Und ich habe gedacht, ja, irgendwie habe ich so eine Erinnerung gehabt, dass das ein Darren Aronofsky-Film ist und habe irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass es ein sehr schwieriges Thema war und habe dann angefangen, Netflix, gab es Mother, geguckt, da ging es um eine Frau, gespielt von Jennifer Lawrence, die mit Javier Bardem zusammenlebt und ganz dubios, also ich dachte mir, okay, es ist nicht viel mit Bunker. Er hat sich wahrscheinlich die Kollegin bei dem Titel vertan und habe dann nochmal nachgeschaut, was so ein bisschen passt und habe dann auf Amazon Prime den Film I Am Mother gefunden. Also eine kleine Unterschied, große Wirkung. In I Am Mother spielt Hilary Swank, nee, Entschuldigung, ich muss anders anfangen. Also es ist tatsächlich so, wie ich es eben gesagt hatte, dass unter der Erde befindet sich so eine Anlage wie in so einem Fallout Vault, der komplett ausgestattet ist mit allem Pipapo, was gebraucht wird. Und da ist so eine riesen Anlage, so ähnlich wie bei Matrix, wo so ganz viele so Embryonen drin sind, die sind alle noch nicht irgendwie so weit, dass sie entwickelt werden können. Und man sieht am Anfang so einen Roboter, der pickt dann ein Embryo dort raus und macht damit irgendwas, dass das losgeht, dass das Leben da entsteht. Und man sieht so in so kurzen Sequenzen, wie das vom Baby langsam größer wird und bis er dann ein junges Mädchen ist. Und dann passiert eben das, was meine Kollegin schon gesagt hatte. Es klopft an die Tür und vor der Tür steht Hilary Swank, die ja völlig, also man sieht, sie hat irgendwie in irgendeinem Ödland gelebt oder sowas. Sie ist völlig durch und völlig halb verhungert und irgendwas und ist angeschossen und der Roboter, der das Kind aufgezogen hat, mit dem das Kind auch die ganze Zeit redet, also es hat eine sehr menschliche Stimme und
ich kann mich erinnern, dass es sogar Bestrebungen gab, dass die Schauspielerin, die den Roboter spielt, auch eine Nominierung bekommen soll für die Rolle, weil das wirklich ziemlich gut gemacht ist. Und jedenfalls, der Roboter ist eigentlich dagegen, dass diese Frau dort aufgenommen wird. Und das Ganze wird dann halt immer mysteriöser. Also wer ist die Frau, wo kommt die her, was die da? Und die will dann auch das Kind dort entführen aus diesem Bunker, beziehungsweise das Kind überreden, dass es mitkommt. Und viel mehr will ich eigentlich mal nicht verraten, weil ich fand das eigentlich dann doch ganz cool. Das ist mit relativ wenig Mitteln in Australien gedreht, der Film. Und ich fand den durchweg extrem stylisch, also wirklich der nimmt sich selber ernst, der Film. Da ist jetzt nichts drin, wo man denkt, ah ja, okay, das kann jetzt aber nicht klappen, so in dieser Welt, die uns gerade erklärt haben, sondern das Konsequenz ist sich treu und es passieren auch Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und den kann man sich durchaus mal angucken. Also wer jetzt nicht unbedingt die Pop-Bombast-Top-Produktion irgendwie sehen möchte und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wenn man schon alles geguckt hat. Wie gesagt, ich hatte den auch noch nicht geguckt und hatte in meiner Erinnerung, dass ich den immer mal schauen wollte. Den anderen übrigens auch, den ich dann nicht weiter geguckt hatte erstmal, weil mir das Thema dann doch etwas zu schwer war. Aber den kann ich empfehlen. Den gibt es auf Amazon Prime. Ich wiederhole den Titel nochmal. Heißt I Am Mother und ist auf Amazon Prime frei verfügbar und gibt von mir Punkte. Habe ich irgendwie 8 oder so? Ja, 8 Punkte, genau. Fand ich echt gut. Kleine Empfehlung. So viel! Ja. Ich glaube, ich habe den auch gesehen. Ja? Mir kommt es sehr bekannt vor. Also ich wollte den mal sehen, das weiß ich noch. Ja, ich wollte den auch immer sehen. Genau. So, dann haben wir heute ein paar News, sehe ich da hier, und Trailer-Tipps. News. Chris, fängst du mal an? Ja, ich habe einen Trailer mitgebracht. Und zwar gab es im Jahr 2017 einen sehr schönen Film mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson und Gary Oldman mit dem schönen Titel Killer's Bodyguard, den ich damals, ich erinnere mich, sehr gefeiert habe. Und ich glaube, der Erik hat den auch ziemlich gefeiert. Ja. Den haben wir auf Sky, glaube ich. Sky haben wir auch, glaube ich, gesehen oder Blu-ray-Sichtung. Also, leider nicht im Kino, hätte aber hundertprozentig im Kino richtig, richtig gut funktioniert. Also auch für uns. Und wie es sich damals schon mehr oder weniger angekündigt hat, weil am Ende des Films taucht Selma Hayek auf. Oder zwischen dem Film taucht Selma Hayek auf. Und das hat sich angekündigt, okay, da gibt es wahrscheinlich, weil es auch ein relativ großer Erfolg oder ein guter, ordentlicher Erfolg war, gibt es bestimmt einen zweiten Teil. Und so ist es nämlich auch. The Hitman's Wife's Bodyguard ist jetzt angekündigt, kommt im Juni, wenn ich es richtig gesehen habe, und erzählt die Geschichte weiter. Und zwar laut Trailer, Ryan Reynolds ist Bodyguard of the Year geworden, aber hat dann irgendwie Burnout und wird in ein Sabbatical geschickt von seiner Psychologin. Und Samuel L. Jackson wird entführt, weswegen Selma Hayek sich mit Ryan Reynolds zusammentut und ihn als Bodyguard mehr oder weniger anheuert. Um eben Samuel L. Jackson zu befreien. Und es scheint sich eine absolut geniale Actionkomödie wieder zu entspinnen. Wie gesagt, den ersten Teil, den ich echt super positiv einfach in Erinnerung habe. Und der Trailer dazu, der ist jetzt da und er verrät einiges, denke ich, aber bei weitem wieder mal nicht alles bei diesem Film. Ich kann mich echt da an Sachen erinnern, die im Trailer damals auch kamen, wo im Film dann aber auch im Zusammenhang einfach noch brutaler dann waren und auch brutal witziger waren. Und so denke ich, ist es auch hier. Also wenn ich jetzt gerade allein an die letzte Szene vom Trailer denke mit dem Taser, könnte ich mich schon totlachen. Dazu Soundtrack-mäßig ausgewählt mit Britney Spears' Hit Me Baby One More Time. Und das zeigt einfach auch, in welche Richtung das geht. Und ich mag das, wenn wirklich richtig gute Schauspieler, und dazu zähle ich Ryan Reynolds, weil ich finde den unfassbar gut, Samuel L. Jackson, ich glaube, der ist über jeden Zweifel erhaben, und Selma Hayek ist jetzt auch nicht unbedingt ein Name, wo man sagt, ach ja, die kann auch mal in einem Theaterstückchen mitspielen, sondern das sind wirklich durchaus Schwergewichte, und wenn die ein Projekt machen, worauf sie Bock haben, dann könnte da was extrem Gutes rauskommen. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt mit schmeiß mal alles in den Topf, verrühre es und guck, was bei rumkommt. Ich glaube, da kommt was richtig Gutes auf uns zu. Ja, denke ich auch.
Das war ja. Kate, du hast den Trailer auch gesehen, ne? Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe diesen ersten Teil nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, was mich da erwartet. Ja, ich habe den nicht gesehen. Den habt ihr ohne mich geguckt. Was? Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir hatten da eine Rezensionsdisk. Die haben wir auch verlost. Am 21. Januar 2018. Gesprochen habe ich über den Film in der 483 2017 schon. Da hatte ich den schon gesehen. Und jetzt gucke ich gerade, ob ihr den schon mal irgendwie von euch Punkte. Ich habe den nicht gesehen. Hier ist nochmal das Gewinnspiel angekündigt. Also ich habe ihn dann auf jeden Fall nachgeholt. Bei S haben wir auch nochmal. Bei 484. Nur ganz kurz für den Film übrigens auch bestätigt sind Morgan Freeman, Antonio Banderas. Kann man sich mal drauf freuen. Frank Grillo, Tom Hopper. Wir haben doch mal einen Trailer besprochen, auch mit Deadpool-Darsteller, wo er so einen Nice Guy in so einem Computerspiel spielt. Ja, der Nice Guy. Wann kommt denn der Film endlich? Auch im Sommer. Nice Guy ist ja verschoben worden auf Sommer jetzt wieder. Weil den fand ich viel interessanter wie den jetzt. Heißt der Nice Guy? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, irgendwie so ähnlich, ja. Aber wird Zeit, dass es wieder losgeht hier mit Filme gucken. Mir ist gerade noch was eingefallen. Erik, hast du den neuesten Trailer für Ghostbusters gesehen? Free Guy. Ja, ist schon noch ein paar Tage her. Der war gut. Ja. Ja, der neue Teaser für Ghostbusters 3 ist sehr geil. Free Guy, nochmal, er heißt Free Guy. Free Guy. Okay. Der ist fertig, der wartet eigentlich nur auf den Release. Ich habe noch eine kleine News, was heißt klein? Ein guter Freund unserer Sendung, der Dodo Kai, der auch schon zu Gast war und auch schon im Kino, im Innenstadtkino seinen Film vorgestellt hatte, die 1000 Klotzböbel, der... Vom Dr. Mabuse. Ja, genau. Der wurde eingeladen, bei Soko Stuttgart mitzumachen, weil die feiern nämlich ein Jubiläum, und zwar die 300. Folge, was in der heutigen Fernsehlandschaft doch ein ganz schönes Brett ist, also 300 Folgen. Also Respekt, ne? Und er wurde eingeladen da quasi als lokaler VIP sozusagen und Schauspieler, der da ein bisschen was machen kann, mal mitzumachen. Man erfährt noch nicht viel, was er gemacht hat. Er ist bloß irgendwie, warte mal, hier stand es doch irgendwo, was er gemacht hat. Genau, hier. Und zwar, er übernimmt in der Episode 300 mit dem Arbeitstitel Die tote Nachtigall die Rolle eines Tierpflegers, der verdächtigt wird, seine Schwester ermordet zu haben. Die Dreharbeiten hierfür fanden in der Wilhelma statt. Für die Auswärtigen, das ist hier unser Tierpark, unser Zoo, unser sehr, sehr schöner, der in der Innenstadt gelegen ist, der immer ein Besuch wert ist. Jetzt bloß jetzt vielleicht gerade Corona haben sie wieder zu, aber ja. Genau. Und da durfte er mitmachen. Das wird im Herbst dann erst ausgestrahlt. Glaube ich, die Folgen der 10. Staffel steht hier. Natürlich auf dem ZDF. Und wenn wir dann das genaue Datum haben von dieser 300. Episode, wann die erscheint, dann werden wir hier natürlich nochmal ordentlich Werbung machen, damit... Ich werde es auch selber gucken. Ich glaube, ich lache mich da kaputt, wenn der dann... Wehe, der macht Stimmen, ey, da bin ich weg, ey, da falle ich um. Ja, er synchronisiert alle, glaube ich. Ne? Das ist ja lustig. Wie früher, wir hatten so, hier über Satellit kommen ja auch so polnische Sender und die haben früher, wenn die internationale Filme gezeigt haben, dann haben die nicht synchronisiert, da hat es einen so einen Sprecher unten drunter alles erzählt quasi. Man hat manchmal so ein bisschen so die Stimme verändert, wenn das eine Frau war oder so. Okay, dann Serien gibt es ein bisschen was hier zum Erzählen. Serien. Da ich wusste, dass ihr euch da wahrscheinlich nicht rantraut, an die neue Serie Stargirl, die auf Sky angelaufen ist, weil ihr da ein bisschen Vorbehalte gegen DC habt und so. Ich jeden Trash auch mit der Kohlenzange anfasse, habe ich gedacht, ich gebe mir das mal. Und ich habe da reingezappt, mitten in die erste Folge und fand das eigentlich sehr nett. Und da habe ich dann, wo das nochmal kam, habe ich mir das aufgenommen und habe die erste und die zweite Folge geschaut von Stargirl. Und ich muss da mal eine kleine Lanze brechen, weil das ist echt ganz cool. In Stargirl geht es darum, dass ein
Ah, wo fange ich am besten an? Also, ja, also wir sehen am Anfang so eine wuchtige Eröffnungssequenz, wo die eingeleitet wird mit, das Superheldenzeitalter war dann und dann vorbei. Und wir sehen so quasi den letzten Kampf der Superhelden gegen so böse Mächte, und von den Superhelden sterben irgendwie fast alle. So total düstere Anfangsszene für so eine Serie fand ich aber schon sehr gelungen, weil die hat mich eigentlich gleich voll abgeholt, und die hatte ich nämlich noch nicht gesehen, wo ich reingezappt hatte, da bin ich mitten eingestiegen. Und dann ist es so, einer der Sidekicks sozusagen von einem dieser Superhelden, der, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, den man aber durchaus kennt, der, ich muss den Namen mal ganz kurz suchen, gib mir mal eine Sekunde. Warum 21, warum steht 22, das hier nicht? Ihr könnt mir, 23, auch, könnt mir auch helfen, wen ich meine. 24, Luke Wilson, den kennt ihr 25. doch, ne? Ah, ja. Genau, der spielt nämlich den Sidekick von einem dieser Superhelden, den es erwischt dort. Und er kann eins der Artefakte auch verstecken und so weiter, weil das geht alles nicht gut aus. Und dann Jahre später, Amy Smart zieht ein junges Mädchen groß, alleinerziehend, und sie lernt ein neuer Mann tritt in ihr Leben, gespielt von Luke Wilson. Und die beschließen dann mal, aufs Land zu ziehen. Weil die sind da in der Stadt, und er meint auch irgendwie, ja, wieder zurück aufs Land, wo er herkommt und so. Er hat da irgendwie Haus und alles. Und ja, dann ist erstmal so dieser große Umzug. Und dieses Mädchen, was Amy Smart erzieht, ist eben das besagte spätere Stargirl. Die findet nämlich dann in der Scheune so eine Lanze und stellt halt auch fest, dass hinter Luke Wilson doch noch ein bisschen mehr steckt, als er eigentlich vorgibt. Und ich will mal nicht zu viel verraten jetzt hier, weil da wird teilweise, arbeitet das auch schon in der ersten und zweiten Folge so ein bisschen mit What the Fuck-Szenen. Da gibt es natürlich so diese typische Superheldenreise, wo erstmal die Superheldin in dem Falle erkennen muss, was sie für Kräfte hat oder was dahinter steckt und wie sie da überhaupt damit zurechtkommt mit allem. Und dann wird sie nämlich auch relativ schnell in was reingezogen. Sie muss da relativ schnell nicht so einen Fall lösen, aber so ein Eingreifen bei so einer Ungerechtigkeit. Und das geht alles so ein bisschen leicht in eine komische Richtung, und dadurch werden auch die Super-Schurken wieder wach, weil die merken, okay, jetzt ist hier wieder was los. Ne? Und also die ersten zwei Folgen haben mir echt gut gefallen. Das hat so eine schöne Mischung aus wirklich extrem düsteren Szenen, aber auch sehr leichten Szenen, auch sehr viel Humor und Comedy drin, die aber auch absolut passend ist. Und den Soundtrack fand ich auch echt überragend. Da sind richtig gute Songs drin. Das Ganze kommt mir teilweise auch so ein bisschen Videoclip-haft vor. Manche Sachen, also merkst du genau, die haben während des Drehs hatten die schon im Ohr, was sie da für einen Song spielen wollen. Und das passt richtig gut. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die junge Dame, die Brack Bessinger, die Stargirl spielt, die macht das auch verdammt gut. Ich freue mich da auf die weiteren Folgen. Also ist echt cooles Ding. Kann man gucken, ihr habt das Sky, gebt vielleicht mal eine Chance, guckt mal rein. Ja, okay. Na, ich guck mal rein. Ja. Heute Abend vielleicht. Ich habe nämlich erst gedacht. Nee, eigentlich will ich das jetzt gar nicht, weil du das cool findest. Deswegen will ich. Ach so. Ja, ich habe ja noch keine Wertung an sich reingeschrieben. Ich glaube, nach zwei Folgen kann man auch nicht so viel sagen. Es deutet sich schon so ein bisschen was an, da mit den Bösen und so weiter, die auch extrem gut gespielt sind. Und dann noch dieses Ganze, die ist natürlich an der Highschool dort, da ist natürlich auch dieses Highschool-Thema. Und ja, ich fand diese Mischung, diese ganze Gemengelage in Stargirl, fand ich irgendwie cool. Ich muss da mal weiter gucken. Also zwei Folgen habe ich bis jetzt gesehen und bin gespannt. Wollen wir über Falken reden? Dann haue ich einen Spoiler-Talk rein hier, oder? Ja. Achtung, Spoilerwarnung. Haben wir jetzt schon wieder einen neuen Captain America, oder wie? Ja, yeah, Amerika, fuck yeah. Ich glaube, dass da eine ganz andere Rolle draus, also ein ganz anderer Charakter draus entsteht, weil du kannst nicht einfach Captain America durch jemand anders ersetzen. Das haben wir jetzt gelernt, wegen mit dem Walker, der ziemlich durchgedreht ist. Es wird, wie der alte Mann schon sagte, du kannst als Schwarzer nicht Captain America werden. Dann wird es doch Bucky Barnes. So.
Nee, ich glaube, dass irgendwas Neues daraus entsteht. Zwar mit dem Schild von Captain America, aber was Neues. Weil der Falcon öffnet ja zum Schluss diese Truhe. Und da ist, Chris meinte, da seien seine Flügel drin. Aber das kommt ja direkt aus Wakanda. Und die Flügel sind ja von Stark gemacht. Stark Industries. Deswegen, ich glaube, dass da ein komplett neues Outfit drin ist. Und da jetzt ein komplett neuer Charakter entstehen wird. Ich glaube, da ist ein schwarzes Schild drin. Nächste Folge. Black Shield. Nee. Das, dafür ist die Kiste zu klein. Da ist ein neuer Anzug ein drin. Ein klappbares Shield. Ich weiß es nicht. Also es wird, ist quasi glaub, wie so da kommt was ganz Neues. Wie so ein Fächer so aufklappt, weißt du, so einmal so rum. Wie ja, vielleicht. Flügel. Keine Ahnung. Vielleicht. Das ist wie, oh, das wird nie enthüllt, wie die Kiste bei Pulp Fiction. Übrigens einer der Blogbeiträge, oder das? Einer der Blogbeiträge auf meinem auf kinocast.net, die immer noch wahnsinnig gut laufen. Ne? Irgendwie 13 Sachen, die du noch nicht wusstest über Pulp Fiction. Da ist nämlich das mit der Kiste mit dabei. Ja, sorry für die internen Sachen hier, aber ich wühle mich gerade durch sehr viele alte Beiträge. Da sehe ich halt auch die Zugriffszahlen. Alles gut. Ja, also sehr nice Folge. Ja, vor allem wie die geübt haben da, die Bäume. Also offensichtlich reicht es aus, dass an einem Baum so eine Turnmatte befestigt ist. Ah. Damit da nichts weiter passiert, aber ja. Sonst kann das in Stein reingehen, aber so eine Turnmatte, ne? Chris, hier aus der Schule, kennst du die ja, die halten alles ab. Ja, natürlich halten die alles ab. Ja, aber war eine coole Szene, wie die dann immer wie aus so Bumerang immer gespielt haben, wie die dung, 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 zack, zurück. Also, ich sage das jetzt nicht, aber... Doch, sag. Nein, ich sag das jetzt lieber nicht. Weil... ist natürlich, das wäre der monströseste Spoiler ever. Nur. Na, hast du was gelesen? Hast du echtes Wissen? Oder wenn du nur vermutest, kannst du das sagen? Nein, ich habe, sagen wir mal so, ich würde dem Ganzen mal 85% geben. Was würdest du 85% geben? Dem, was. Meiner Theorie, oder? Nee. Von allem. Dem, was du da gelesen hast, oder was? Ja, also ich denke, dass ganz klar Sam der neue Captain America wird. Also erstmal auf die Folge eingehen, bevor wir hier groß ins Spekulieren reingehen. Die Folge war ein absoluter Knaller. Also, boah, die fängt ja schon richtig, richtig krass an. Also geht richtig gut ab, schon zu Beginn. Bevor dann erstmal die Folge an sich losgeht, gibt dann wieder auch jetzt mal der Freundschaft der beiden, die ja keine Freunde sind, aber gibt denen dann tatsächlich auch mal sehr viel Tiefgang und alles auch wieder. Und also ich fand die Folge richtig, richtig gut und steuert natürlich auf ein extrem episches Finale hin mit sehr vielen Enthüllungen und sehr vielem Oha! Deswegen, ich bin gespannt, wo das mit John Walker hinführt. Ich finde es schön, dass Bucky und Sam sich dann doch, sie sind ja keine Freunde, aber ja, dann die Flag Smashers, was die noch machen werden, was da noch kommt mit dem geplanten Anschlag auf Sam Wilson und alles. Deswegen, ich bin da sehr, sehr gespannt und es wird, glaube ich, die nächste monströsere Brücke zur nächsten Phase sein im Marvel Universe, Marvel Cinematic Universe. Und ich freue mich da richtig drauf. Also ich freue mich da wirklich drauf. Ich bin da so heiß gerade auf die letzte Folge, dass ich am liebsten am Freitag schwänzen würde und einfach das Ding angucken würde. Oder halt, ich mach so schnell es geht. Also da hätte ich extrem Bock drauf einfach. Und weil ich will jetzt wirklich wissen, wie es ausgeht. Es ist wie ein langgezogener Film manchmal. Das ist schon richtig, wenn man alles aneinander reiht. Hat vielleicht das ein oder andere hätte man ein bisschen kürzen können. Fand ich aber auf der anderen Seite wieder ganz wichtig, dass da Tiefgang mal in so Figuren auch reinkommt und es einfach auch zeigt, was man machen kann, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Und das fand ich ganz cool. Ich fand den Comic-Stil bisher ganz cool. Und jetzt bitte, bitte, bitte soll einfach der neue Captain America ein Falcon America sein wegen mir. Irgendwie sowas. Das fände ich geil. Hier der,
der Walker, ne? Ich glaube, der hat es auch nicht gut hingenommen, dass sie ihn da abgesägt haben, ne? Der baut sich ja dann auch. Da wird noch was passieren. Dieser Post-Credit-Scene, die ich fast nicht erwischt hätte, weil das wieder so weggeblendet hat hier, sieht man ja dann, wo er sich das neue Schild irgendwie baut, ne? Ja. Also das. Den hat's. Das wird auch, den hat's auch diese Kontaktaufnahme von dieser Frau, wo man nicht genau weiß, wo die jetzt hingehört. Die ihn da die leere Karte zugesteckt hat, wo ich da auch denke, da passiert noch was. Da kommt noch Großes. Ja. Also hier ist er als Credit gelistet Valentina Allegra de Fontaine. Fontaine. Ja, so hat sie sich auch vorgestellt. Ja. Die irgendwie zu. Sie, ja, ja. She appeared first in Nick Fury, Agents of S.H.I.E.L.D. Ja. Ja, also da ist wieder sehr viel drin gewesen. Jetzt kommt ja nur noch eine Folge. Ja, und ja, Mensch, LOL ist vorbei. Das ist vorbei dann. Oh je. Ja, aber dafür kommt ja dann Loki. Ja. Okay, ja, kann man immer weiter gucken dann im Marvel-Universum hier. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier kurz raus aus dem Spoiler-Talk. Was haben wir dann? Rätselecke kommt ja als nächstes, ja. Rätselecke. Ah, da ist der Chris heute dran, sehe ich. Der Chris ist heute dran. Aber darf ich noch kurz ein ganz kurzes Rätsel nur machen? Und zwar, ich höre ja den, ganz kurz, pass auf. Ich höre ja auch den Podcast mit dem Reini hier, Methodisch Inkorrekt. Und die nehmen sich ja immer wissenschaftlichen Themen an. Und ich sage jetzt mal noch nicht, um welches Thema das geht. Ich stelle euch nur die Frage, welche Farbe hat C3PO? Gold? Eigentlich, wenn das so ist, eigentlich Gold, aber es ist nicht Gold, das ist irgendeine Kupferlegierung wahrscheinlich. Ne? Komplett Gold? Nein, der hat immer ein anderes Teil, hat immer eine andere Farbe. Der hat entweder mal einen Arm anders lackiert oder ein Bein anders lackiert oder, nehme ich auch schon in den ganz am Anfang ist er Silber. Was? Ja, ganz am Anfang hat er auch ganz noch keine. Ganz am Anfang ist er Silber, also, da hat er noch keine. C3PO hat immer andere Farben. Er ist Gold und hat ein silbernes rechtes Bein. Ja, sag ich doch. So. Und er ist er ist nicht komplett oder er ist nicht anders. Er hat auch mal einen roten Arm. Ja. Also, er hat einen roten Arm auch, ja. Aber jetzt in der alten Trilogie zum Beispiel. Ja, aber in der neuen Trilogie hat er einen roten Arm zuerst und da ist er auch wieder was anderes. Silbernes Bein. Und das ist nämlich auch so ein Beispiel gewesen für so eine kollektive Täuschung des Bewusstseins, weil meistens, also wir sind natürlich Filmfans, aber der normale Bürger könnte ja mal testen, wenn er den fragt, welche Farbe ist komplett. Und dann, wenn jemand dann einfach mal bei Google Screenshots hier Images oder sowas sucht nach C3PO und findet dort echte Bilder aus den alten Filmen, dann sieht man, dass der immer ein silbernes rechtes Bein hat. Ja, ja. Fand ich irgendwie cool. Gesagt. Ja, ja. Klar. Ich sag ja auch gar nicht, dass und jemand. Wann bekommt er seine goldene Rüstung? Seine goldene Rüstung? Ja, das ist halt sein goldenes Außenrum. Wann kriegt er das? Früher war er ja ganz silber. Wann kriegt er das? Als er zusammengebaut wurde. Ich glaube, im dritten Teil. Clone Wars. Episode 3, glaube ich. In Clone Wars, ja. Ah, in Clone Wars, okay. So, jetzt kannst du mal deins loslegen. Oh, hier verzweifelt. So, meine Damen und Herren, vielen Dank auch für das schöne Intro von Gurt oder Klomp. Finde ich sehr schön. Ach so, das machst du wieder, und dann kriegst nein, ich mach's nicht. Gurt oder Klomp. Da. So. Jetzt der Erik, der ist heute richtig gut drauf. Ich hätte noch eine Frage. Nein, okay, ich stelle sie trotzdem. Ach, möchtest du den Trailer? Nein, egal, ich spiele ihn trotzdem. Was denn? Du hast gesagt, du willst ihn. Da habe ich schon gedrückt gehabt. Richtig gut. Also, passt mal auf, ihr zwei. Ich habe mir Rätsel rausgesucht, passend ein wenig zu dem, was wir heute hier in diesem Podcast besprochen haben. Und zwar, meine erste Frage an euch beiden. Ihr wisst, der Erste, wer nach drei Fragen mehr richtige Punkte hat, der gewinnt das. Wenn es unentschieden steht, gibt es eine Schätzfrage. Also doch, okay. Ja, aber es ist jetzt nicht gut oder Klomp, sondern es ist eher. Ja, okay, die erste Frage ist eher gut oder Klomp. Und zwar Alanis Morissette, wer kennt sie nicht? Also Gott, hat einen Song über Ryan Reynolds geschrieben. Gut oder Klomp? Falsch. Die ist aus Australien, aus Kanada, der ist aus Kanada, ich sag ja. Kate, du sagst falsch. Ich sag richtig. Falsch, ja.
Es ist richtig, weil die beiden waren nämlich zusammen, waren auch verlobt und nach der Trennung hat sie dann den Song Torch über Ryan Reynolds geschrieben. Ah. Echt, Torch ist über Ryan Reynolds? Torch. Nicht Torrent von Nathalie Imbruglia, nicht verwechseln. Nein, nein, Torch. Okay. Okay. Also 1-0 für unseren Erik. Das ging wohl nicht gut aus, da die Trennung oder was? Torch. Warum kann ich, also, ja. Scott Adkins, ja, den wir gerade eben aus dem Film Legacy of Lies hatten, der hat in einem Marvel-MCU-Film von Disney mitgespielt. In welchem? Ein Marvel? Das ist ja jetzt keine richtige oder falsch Frage. Ja, richtig. Deswegen. Ach so, er hat in einem. Okay. In welchem? Ja, dann. Ich will wissen, in welchem. Ach so, ich sag ja. Er hat mitgespielt. Hab ich richtig, ne? Ja. Geht's weiter. Ja, das ist meine Aussage. Er hat in einem Film mitgespielt. In welchem ist die Frage? Es ist heute eine Mischung aus Fragen, Erik. Oje, oje. Na, wie ist dieser zu? Wenig Wie so ein 15-Jähriger? Was sehe ich? Green Lantern. Keine Ahnung. Ich ja, sage, Green Lantern, also, okay. Kate, nein, ach Kate, so, du kriegst MCU. Automatisch den Punkt, weil MCU, okay. Es ging um Marvel und MCU, ja, okay. Der Erik bringt einen DC-Film rein, deswegen gibt es einen Strafpunkt für den Erik oder einen Abzugspunkt, weil er nicht zuhört. Lass mal überlegen, MCU, Scott Adkins. Wer kaut denn da? Ich. Der Erik. In einem Marvel-Film hat er mitgespielt, mir ist er in keinem aufgefallen. Also er hat sogar in 2 Marvel-Filmen mitgespielt, deswegen habe ich es jetzt eingegrenzt auf einen Disney-Marvel-MCU-Film. Was ist denn ein Disney-Marvel-MCU-Film? Also jetzt die aktuelle Phase. So, okay, er ach hat so, in den okay. letzten okay, fünf dann, warte, Jahren, dann kann ich es eingrenzen. In welchem Marvel-Film der letzten 5 Jahre hat er mitgespielt? So, besser? Okay, ich hau jetzt irgendwas raus. Na, da hat er nicht mitgespielt, den habe ich erst gesehen. Welchen habe ich denn noch nicht zuletzt gesehen, wo er mir nicht aufkommt? Also in Captain Marvel hat er nicht mitgespielt, den habe ich erst gesehen. Darf ich was sagen? Doctor Strange habe ich noch nicht gesehen. Ich sage, bis Far From Home war ich. Ich sage Doctor Strange, weil der ist zu lang her, dass ich es nicht weiß, ob ich ihn gesehen habe. Okay, was sagt der Erik? Hätte ich auch gesagt, weil ich denke mal, da gibt es bestimmt irgendwelche Szenen, wo der dann irgendwo im Hintergrund oder irgendwas oder irgendein Bösewicht spielt oder so, schätze ich mal. Hm. Weil da gab es ja so viel Hin- und Herschnitte und Durchwanderung. Es ist Doctor Strange. Ja. Das heißt eigentlich Erik Strafpunkt, ne? Strafpunkt für dich, aber weil du keinen Gurz oder Glump gemacht hast. Okay, die dritte Frage, es steht 2-1. Die dritte Frage, der ist wieder Gurz oder Glump. Wieso 2-1? Ja, wenn der Erik hat ja auch Doctor Strange gesagt. Eigentlich hat er ja zuerst Green Lantern ja, aber der gesagt. Hat vorher den anderen Film gesagt. Stimmt. Also 1-1. 1-1. Also 1-1, okay. Okay, ja. Dann auch Julia Sobol, die Sascha aus Legacy of Lies, hat in einem Marvel-Film mitgespielt. Gurt oder Klump? Oh Gott. Ich warte mal, bis die Kate fertig gegoogelt hat. Google nicht, ich sitze hier und habe meinen Hund auf dem Schoß. Ich google gar nicht, ich IMDb. Nein. Ich möchte, dass der Chris aus dem Büro rauskommt und guckt mal, wie ich hier sitze. So, ich google hier gar nichts. Ich sage einfach mal ja. Ich glaube, die hat da nicht mitgespielt. So ich glaube, sie ist nicht so bekannt so dafür, dass die bei Marvel mitspielt. Irgendjemand wird da schon mitgespielt haben. Die haben auch viele Dresden. Also jetzt nochmal, du sagst, Erik sagt ja, Kate sag sagt richtig, nein. Ich richtig, ja. Ja. Das heißt, wir hätten gleich eine Entscheidung. Das heißt, wir brauchen keine Stechfrage, meine Damen und Herren. Das ist nicht total spannend. Die Antwort auf die Frage, ob auch Julia Sobol, die Sascha aus Legacy of Lies, in einem Marvel-Filmspiel mitgespielt hat, ist... Oh. Ich könnte beim Fernsehen anfangen, oder? Das ist total gut. Das ist einfach dieser Spannungspunkt. Okay, also nochmal, die Frage, ob Julia Sobol die Sascha aus Legacy of Lies in einem Marvel-Film mitgespielt hat. Erik sagt ja, Kate sagt nein. Also Erik sagt gut, Kate sagt glump. Und es ist falsch. Damit hat Kate gewonnen. Oh, sehr gut. Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, danke. Autogramme gibt es später. Danke. Ein anderes Kreuzchen mal hier rüber.
wie kann denn heutzutage ein Schauspieler nicht in diesem umfassenden Universum? Ich kannte die gar nicht. Ja, und ich habe ja zuletzt einen Marvel-Run gemacht und bin bis Spider-Man Far From Home gekommen. Nee, stimmt gar nicht weiter. Der erste Spider-Man, Homecoming. Und die ist mir nirgends aufgefallen. Ja, kann ja auch eine Nebenrolle sein. Spider-Man, ne? Ja, aber ich habe das jetzt schon so oft gesehen. Apropos Spider-Man, bei Spider-Man hält sich immer noch hartnäckig das Gerücht, dass Andrew Garfield und Tobey Maguire zusammen mit unserem aktuellen Spider-Man mit Tom Holland alle drei in einem Film zu sehen sein werden. Mhm. Das könnte aber auch sein, dass es was mit Loki zu tun hat. Weil Loki macht ja hier in seiner Serie ein paar Zeitreisen. Laut Trailer. Ja. Das kann sein. Könnte auch damit zu tun haben. Wir sind gespannt. Wir freuen uns drauf. Ja, sehr gespannt. Aber da müssten sie Miles Morales auch bringen. Tja, ich würde es nicht ausschließen. Music. Direkt mal rüber zur Music, zu unserer Kinocast Songs Spotify Playliste. Was packt ihr drauf, Kate? Ich schmeiß heute drauf einen Gute-Laune-Song von Olly Murs und zwar Dance With Me Tonight. Ich habe auch einen Gute-Laune-Song. Nailin' and Kane, Beach Ball. Chris? Ich habe von Marie Digby ein Cover von Linkin Park und zwar What I've Done. Oh, wie muss man sich das vorstellen? Das Cover, ist das dann so ein ruhiges, gesungenes oder? Ja, hör einfach mal rein. Mach ich nachher. Ich finde es richtig, richtig stark. Marie Digby, was macht die sonst so? Mal gucken. Kenne ich jetzt gar nicht weiter. Okay. Alles klar. Naja, packe ich mit drauf und Kommentare gab es, glaube ich, nicht zur letzten Folge. Dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Übrigens noch am Ende ganz, ganz kurz noch Happy Birthday Kinocast, ne? So, 15 Jahre. Ja! Haben wir ja gepostet. Happy Birthday. Aber das ist die Geburtstagsausgabe, ey. Ach so. Ey, ja. immer das Gleiche. Nee, darf ich auch mal was sagen? Manu! Happy Birthday, lieber Kinocast. Happy Birthday to us. Ich vergesse das selber immer. Ich hasse euch alle. Ich krieg dann immer die Erinnerung auf Twitter, dass es wieder ein Jahr rum ist. Wenn ich die nicht kriegen würde. Übrigens, ein sehr empfehlenswerter Dienst, irgendwie Nullnummern heißt der. Da muss man einmal die Nullnummer eintragen von seinem Podcast, den man hat. Kannst du auch mal einen Pausentee eintragen. Da kriegst du dann immer jeden Tag eine Erinnerung, wenn wieder ein Jahr rum ist, wenn er Geburtstag hat. Super. Ja. Super. Okay, jetzt aber. Tschüss. Ab in die Küche mit euch. So ist es. Totsi. Schönen Sonntag. Schönen Tag. Bis Tschüss. Bald. Tschüss. Bis bald im Kinocast.